Und es geht weiter mit der Allianzkampagne Fluch der Blutelfen, in der wir das Schicksal der Blutelfen erleben. Wir haben Illidan gefunden und wie es weitergeht, schauen wir mal im Interludium. Illidans Aufgabe. Stunden später reicht Prinz Kelthas in Illidans Stützpunkt endlich den ehemaligen Dämonenjäger und bittet ihn um Hilfe. Es war richtig, zu mir zu kommen, Kael. Ich teile die Qual eurer Sucht, euren Hunger nach Magie. Könnt ihr uns helfen, Lord Illidan? Könnt ihr uns heilen? Es gibt keine Heilung, junger Freund. Aber Mittel und Wege, den Hunger zu besänftigen. Folgt mir, und ich gewähre eurem Volk mehr Magie, als ihr euch vorstellen könnt. So sei es. Lord Illidan, meine Blutelfengeschwister und ich schwören euch demütig die Treue. Dann steht auf, junger Kael. Ihr sollt meine rechte Hand und Überbringer meines Zorns sein. Was ist mit euren Plänen, Meister? Viele Monate nach der Niederlage der Legion in der Schlacht am Berg Hiyal besuchte mich Kil'jaeden, einer der letzten großen Dämonenlords. Illidan, früher seid ihr sowohl Freund als auch Feind der brennenden Legion gewesen. Aber als ihr den Schädel des Gul'dan verzehrt habt, habt ihr eure Niederlage in dieser Welt besiegelt. Ich biete euch eine zweite Chance, uns zu dienen. Was soll ich tun, Großmächtiger? Meine Schöpfung, der Lichtkönig, hat mich verraten. Er wagte es, den Pakt zu brechen, der ihn an meinen Willen bindet. Aber seine Seele liegt noch gefangen im Frostthron von Eiskrone. Zerstört ihn für mich, und ich gebe euch, was euer Herz begehrt. Es soll geschehen, Großmächtiger. Es soll geschehen. In Dalaran versuchte ich, mit dem Auge von Sargeras die polaren Eiskappen um den Eiskrone-Gletscher zu schmelzen. Wäre der Zauber gelungen, wäre es für immer um den Lichtkönig geschehen gewesen. Aber die verfluchten Nachtelfen mischten sich ein. Und der Zauber ging schief. Nach meinem Scheitern floh ich an diesen einsamen Ort, um Kil'jaedens Zorn zu entgehen. Wenn ich hier im Exil bleiben soll, müssen wir dafür sorgen, dass Kil'jaedens Agenten das Land nicht mehr heimsuchen. Okay. Tore des Abgrunds. Zwei Tage später bereiten sich Illidan und Prinz Kelthas auf den öden Ebenen von Fremdland darauf vor, Magteridons Dimensionstore anzugreifen. Und im Übrigen, er wird hier doch Kil'jaeden ausgesprochen. Kil'jaeden ist die englische Ausspruchsweise und ich sag dann auch lieber Kil'jaeden. Kil'jaeden hört sich komisch an. Vor langer Zeit, nach der Explosion Draenors, scharte ein brutaler Grubenlord namens Magteridon die Orks um sich und übernahm die Macht in Fremdland. Seither ist seine Streitmacht immer stärker geworden. Wie das, Meister? Wie konnte er sein Heer verstärken, wenn die meisten Orks bei der Explosion dieser Welt vernichtet wurden? Indem er eben die Portale benutzte, die den Planeten in Stücke rissen. Viele von Ner'zhul's Dimensionstoren stehen noch, junger Prinz. Magteridon lockt tagtäglich Dutzende unglücklicher Dämonen hindurch. Dann müssen wir sie auf Dauer versiegeln. Ja. Wir suchen jedes dieser Tore auf und ich werde sie selbst schließen. Wenn sie versiegelt sind, ziehen wir gegen Magteridons schwarze Zitadelle ins Feld und erobern Fremdland für uns. Okay, wir sollen Illidan beschützen, während er Tore schließt. Alles klar. Ein paar Arbeiter. Nein, im Übrigen. So nicht. Lasst mich machen. Die Quest gehen wir gleich durch. Es kommen weitere Dämonen durch dieses Tor. Ihr Wichser! Das könnt ihr doch nicht tun. Ah, die haben auch diese Boni. Ja, mein Freund. Ich spüre etwas. Ja, da kriegen wir gerade einiges zu. Komm, Kael, mach mal. Mach mal einen schönen Phönix.
Eine Böhm, Böhm, Böhm. Niemand veralbert mich. Warsch. Ist meine Hilfe vonnöten? Passt. Unbesiegbar. Dimensionstor. Illidan schließt das Portal. Wir müssen ihm mehr Zeit verschaffen. Ach, das wird schon. Das ist jetzt noch leicht. Ich erkläre gleich, worum es geht. Aber mir wurde übrigens gesagt, dass die Arbeiter und die Pioniere zwei unterschiedliche Spracharten haben. Von daher gehen wir die Arbeiter auch noch durch. Keine Sorge, nicht die ganze Mission ist mit Zeitbegrenzung. Die Mission ist dann doch ein bisschen freundlicher zu uns. Und lässt uns ein bisschen Zeit zwischendrin. Als ob der Tod so schlimm wäre. Ah, das wollen wir noch machen. Ansonsten holen wir uns noch ein bisschen Holz von komischen Pilzbäumen. Riecht es nicht in der Blaupause. So, das kriegen wir noch super hin. Ja, wunderbar. Der Phönix ist einfach so göttlich. Ja, göttlich. Das ist ein Lich. Das ist ein Feuerlich. Ich arbeite. Wo klemmt's denn? Vielleicht doch mal ein bisschen was noch ausbilden. Kommt. Aber ja, die Bogenschützinnen, ich dachte eigentlich, dass sie nicht die Boni haben von den Nachtelfenbogenschützen, aber die haben sie doch. Das heißt, wir können die genauso stark machen. Okay, dann habe ich die doch unterschätzt. Dann passt das. Hier kommt man mit hoch. Hackt mit Holz. Und ansonsten Schmiede haben wir auch. Oh Gott, können wir überall jetzt mal machen was? Was? Machen was? Können wir jetzt überall mal machen was? Damit ihr Bescheid wisst. Was machen? Wie ist das schön hinten bleiben? Heilen. Ah, stimmt. Wir haben ja auch Naga-Gebäude. Hi. Oh Gott, warum lassen wir Blutelfen arbeiten? Ich bitte euch, wir haben doch Naga. Ja, ich depp. Oh, Myrmidon. Ja, Blutelfen, schön und gut, aber nee. Nee, Leute. Alter, Falter. Warsch. Ah, okay. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Portal versiegelt und da ist noch eine Goldmine. Wir sollten bald weiter. Können wir gleich mal die Arbeiter benutzen, die wir noch haben. Und jetzt können wir auf der Illidan steuern. Ihr wagt es, mich anzusprechen. Und er hat auch die ganzen Items, die wir mit ihm gesammelt haben damals. Das passt doch. Im Übrigen, Illidan hat auch neue Sprüche. Wollen wir jetzt... Ja, komm, wir bauen jetzt mal schnell das Rathaus hier auf. Ich spüre etwas. Machen wir auch mal hier auf. Geil, Naga, es gibt doch nichts... Habt ihr... Irgendwo muss es doch Upgrades für die Naga geben. Ich möchte gute Naga haben. Wir haben gesehen, wie die abgehen. Die möchte ich weiterhin haben. Dankeschön. Einmal Naga mit Soße, bitte. Rolle der Auferstehung. Wo klemmt's denn? Ist es Zeit? Auf euer Zeichen. Tote auferstehen. Ich bin hibbelig. Tote, Das ist mit dem Handumdrehen erledigt. Rathaus. Kann sein, dass wie es günstiger das ist. Nur genehmigt werden? Kann doch sein, dass ich mich irre. 2 plus 3 mal 12. Aber irre ich mich doch nie. Illidan, du sollst auch neue Sprüche haben. Ich werde ungeduldig. Also die Standardsprüche kennen wir, deswegen habe ich es niemals mehr durchprobiert. Aber anscheinend sind die späteren Sprüche anders. Ich werde ungeduldig. Und? Ich war in der Finsternis eingekerkert. Das ist noch das Gleiche. Meine Seele dürstet nach Rache. Immer noch das Gleiche? Ich war 10.000 Jahre lang allein. Und jetzt bin ich Stufe 10. Mein Bruder wird seinen Verrat teuer bezahlen. Nö, es sind noch die gleichen, wie es aussieht. Keiner von ihnen kennt meine wahre Macht. Doch, haben wir doch alle schon gesehen. Ja, eine Metamorphose. Verstehe absolut gar nichts. Ah, okay. Flügel, Hörner, Hufe. Was sollen wir sagen? Ist das Diablo? Oh, Mann. Bawupp tata di dum diddle di boing. Das ist eine universelle Grußformel. What the fuck? Bawupp tata bum diddle di boing. Alles klar. Ich bin blind, nicht taub. Aber man merkt, es ist der alte Sprecher, aber irgendwie... damals hat sich Illidan einfach böse angehört. Jetzt hat er einfach eine sanftere Stimme. Es ist der gleiche Sprecher, aber er spricht ihn nicht mehr so rau. Sagen wir es mal so. Ich spüre etwas
Flüchtiges. Man hat es jetzt auf jeden Fall bei den Sprüchen, hat man es richtig bemerkt jetzt, wo es dann umgeschalten ist auf die neuen, aber es sind doch neue. Es soll geschehen. Ihr unterbrecht meine Berechnung. Arbeiter, Sprüche. Oder, ja, haben wir noch Zeit. 2 plus 3 mal 12. Was wollt ihr? Ihr sollt anders sein als die Pioniere. Da dachte ich mir schon, weil die Pioniere waren irgendwie auf diese Turmverteidigungsdinger spezialisiert. Nein. Meister, Makteridon muss uns entdeckt haben. Seine Orks haben schon mit dem Angriff begonnen. Unsere Truppen müssen sie aufhalten, während wir die Dimensionstore suchen. Makteridon hat seine Affen geschickt. Teufelsorks. Oh, nee. Nicht nur mehr Teufelsorks. Igitt. Aber wenn ich mich recht erinnere, gibt es hier etwas, das ganz nett ist. Ich gehe mal mit Kell südlich. Erstmal Arbeiter durchklicken. Dann gucken wir nach anderen Sachen. Das ist im Handumdrehen erledigt. Na gut, jetzt können wir schnell noch die. Ja, das dauert. Alles klar. 2 plus 3 mal 12. Was wollt ihr? Los. Das ist im Handumdrehen erledigt. Mhm. Ich bin Pionier. Meine Zeit ist kostbar. Ich glaube, das sind die gleichen. Warum belästigt ihr nicht einen anderen mit eurer ständigen Klickerei? Mhm. Warum macht ihr es nicht selbst, wenn es wirklich so dringend ist? Ich glaube, das sind wie die Pioniere. Ganz einfach. Man muss nur den hydraulischen Phasenverschiebungsemulator nehmen und an die transdimensionale Photonenschleuder anschließen. Rums, neuer Turm. Mensch. Das ist im Handumdrehen erledigt. Ist ein offizieller Terminus der Gewerkschaft der Blutelfenpioniere und sollte nicht als irgendwie begründete Schätzung der Zeit angesehen werden, die es tatsächlich Junge, dauert, eine Aufgabe in irgendeiner Weise zu erledigen. Turmverteidigung. Nein, das ist albern. Das würde nie funktionieren. Na, ich glaube, das war's, oder? 2 plus 3 mal 12. Ja. Was okay, sind doch die Pioniere. Toll. Das Hauptsache, ich wurde noch verunsichert. Jetzt haben wir die Pioniere gehört, aber nicht die Arbeiter. Ja, ich bin schon dran. Ihr unterbrecht meine Berechnungen. Dann hätte ich gerne mehr Naga-Gebäude. Getötete Helden wieder. Verteidigungsgebäude. Essen. Ich arbeite dran. Können wir nicht irgendwo. Oh, das ist doch gemein. Warum sollte ich? Ich würde gerne die Truppen upgraden. Das ist irgendwie schade. Das ist wirklich sehr, sehr schade, dass wir die nicht verbessern können. Ja, einstellen können wir mal erforschen. Die ganzen Sachen. Ich hätte gerne. Das geht im Hauptgebäude. Alles klar, dann bauen wir doch unsere Naga. Weil ohne Upgrades ist mit der. Also dreifach Upgrade-Stufe macht schon einen großen Unterschied. Machen wir auch mal Naga-Verteidigungsgebäude mit her. Nee, du bist ein alter Dad. Tiefen, die Bootstätte, Korallenbank, Flutwächter war's. Die sind auch cool. Jetzt können wir halt auch keine Arbeiter bauen. Das ist richtig gemein. Okay, jetzt gucken wir mal. Wo klemmt's denn? Richtung Süden, ne? Mit unserer Dreier-Helden-Kombo. Illidan, Kell und Lady Varsh. Ich bitte euch, damit machen wir doch fast alles kaputt. Sehr gut. So, speichern wir nochmal. Was heißt dann nochmal? Wir sprechen das erste Mal. Speichern wir das erste Mal. Ist mir ein Vergnügen. Diese Aufnahme, in dieser Mission. Außerordentlich. Da, wusste ich's doch. Makteridons Streitmacht belagert dieses Drenai-Dorf. Wenn wir sie vertreiben, schließen die Drenai sich unserem Kampf an. Sehr schön, nicht wahr? Mühelos. Das sind Drenai. Die mit uns verbündet sind. Und ihr könnt euch erinnern, was ich immer so schön gesagt habe. Ich liebe es, mit Verbündeten zu spielen. Und die sind auch alles andere als schwach, die Drenai. Hier ist noch niemand mit Namen dabei, oder? Alter! Ja, nö. Ist in Ordnung. Pff, ein Riesendrache. Ihr miesen Penner. Was soll denn das? Roter Großdrache. Ihr habt zu viel geraucht. Nein, so nicht. Oh Gott. Ah, wir haben hier doch jemanden, der einschnüren kann. Komm her, einschnüren. Ich bin blind, nicht taub. So, wo ist denn der? Da. Es wird euch leid tun, macht ihn nieder. Macht Kaffee. Die Zeit ist knapp, Sterblicher. Meine Fresse, kommt er einfach mal mit einem Drachen an? Nö, überhaupt nicht mit schweren Geschützen und so. Uiuiuiui. Arbeit ist vollbracht. Flutwächter, Klingelingeling. Der Flutwächter ist ein bisschen stärker als der Wachturm. Ist dafür aber wahrscheinlich nur normal und nicht schnell, nicht rasend. Trotzdem mag ich den Flugwächter. Flutwächter. Ich muss mich erstmal upgraden und so.
vulkanisches Gewölbe haben wir. Die haben den Phönix eigentlich dauerhaft. Wir können den Phönix mal runterschicken. Wenn wir die hier zerstören, schließen sich die Draenei uns an. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ja, ich glaube, die bleiben so lange defensiv, bis wir denen geholfen haben. Ganz ehrlich, das machen wir. Aber vorher lesen wir mal die Quests. Habe ich wieder vergessen. Dimensionstore. Alle Dimensionstore schließen. Illidan zu jedem Dimension. Ja gut, das ist ja eines dasselbe. Illidan muss an jedem Tor 3 Minuten am Leben bleiben. Und ja, hier hatten wir jetzt eine Basis. Bei den anderen Toren ist es nicht unbedingt so, es sei denn, wir ziehen extra nochmal eine hoch. Ansonsten müssen wir ihn mit Einheiten verteidigen, aber das geht genauso. Ein brutaler Grubenlord namens Magteridon befehligt eine mächtige Armee, die Tag für Tag durch die Dimensionstore strömt. Nur Illidan hat die Macht, die einzelnen Tore zu schließen, indem er den Dimensionsnexus betritt. Kell muss Lord Illidan beschützen, während dieser 3 Minuten lang seinen Zauber wirkt. Im Übrigen, wir haben gesehen, Kell hat Illidan jetzt die Treue geschworen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Illidan, ich meine dämonischer Einfluss und Dienst jetzt als mit seinem neuen Meister Kill Jaden, den ganzen Mal beiseite gelassen. Ich finde, Illidan ist ein 10-mal besserer Vorgesetzter als Garitos. Den würde ich 10-mal mehr bevorzugen. Aber gut, Draenei-Dorf. Den orangefarbenen Teufelsorg Stützpunkt zerstören. Übrigens, habt ihr schon gemerkt, Illidan teilt so seinen Hunger. Also sie sind so, wie sagt man so schön, Geschwister im Schmerz. jahrhundertelang haben die Draenei gegen die Teufelsorgs gekämpft, die in den letzten 100 Jahren... Was? Doch, in den letzten 100 Jahren sind die Draenei immer mehr ins Hintertreffen geraten. Mit der Hilfe von Illidan und Kell wären die Draenei in der Lage, das Blatt zu ihrem Gunsten zu wenden und sich die Teufelsorks ein für alle Mal vom Hals zu schaffen. Und ja, die Draenei sind... müsste ich jetzt überlegen, wie jetzt genau die Rolle der Draenei war. Wenn wir rechtzeitig zurückziehen, können wir dann gleich wieder das Ei haben. Wo klemmt's denn? Ich weiß jetzt aber gerade nicht so richtig aus dem Kopf, wie die Rolle der Draenei war. Weil, wenn ich mich recht erinnere, klar ist, das Land heißt an sich Draenor eigentlich, also hier, Fremdland. Ursprünglich hieß es Draenor, die Heimatwelt der Orks. Aber ich habe mal irgendwas davon gehört, dass ursprünglich die Draenei gar nicht geplant waren. Als Volk oder so und sowas gab. Und die Tatsache, dass sie existieren, da widerspricht sich Blizzard irgendwie selbst. Da habe ich mal irgendwie was von gehört. Ich weiß nicht, ob in den Kommentaren oder ob ich es irgendwo gelesen habe, aber auf irgendeine Weise ist es so ein kleiner Fehler mit den Draenei irgendwas gewesen. Aber ja, ich glaube, nach derzeitigem Stand geht es so aus, dass die Draenei wahrscheinlich die Ureinwohner waren, die irgendwann, ich glaube, das war sogar tatsächlich mit dem Schiff, die sind mit irgendeinem Raumschiff abgestürzt oder so und sind dann auf diesem Planeten sesshaft geworden. Das Böse rückt näher. Und ich weiß gar nicht, wie die mit den Orks koexistiert haben. Ich glaube, die haben schon immer solche kleinen Machtkämpfe geführt. Eieiei. Ja gut, wir haben doch Mogelschlepper hier. Die sind doch gar nicht mal so schlecht, die Mogelschlepper für Vereinseinheiten. Myrimid. Komm, wir holen mal die ganze Einheit mehr.